Hallo zu einer neuen Woche. Es geht einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ist das normaler Joghurt oder was ist das jetzt hier? Kann man jetzt, es ist jetzt kein Früchtejoghurt, aber es ist auf jeden Fall lecker und was anderes. Mit Knoblauch. Ich schneide jetzt hier gerade nach meinem Video. Das ist jetzt hier der zweite Tag. Es hat heute Nacht so heftig geregnet, dass ich dachte so, nee, heute können wir wahrscheinlich gar nicht am Strand. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, 2 oder 2:30. Und die Sonne ist wieder da. Und jetzt packen wir uns gleich unsere Sachen. Und sind jetzt am Strand. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Freitag. Und wir sind ja seit Dienstag sozusagen hier. Und Leute, es hat... Seit Dienstag bis heute hat es nur geregnet, wir konnten bis heute gar nichts machen. Nicht mal richtig an Strand. Also wir waren ganz kurz an einem, aber da war so dreckig. Dann sind wir nach einer halben Stunde wieder zurück, weil da war so eklig. Und wie gesagt, heute haben wir Freitag und heute wollen wir frühstücken gehen. Also wir waren die ganze Zeit über jetzt bis jetzt zu Hause, haben hier so ein paar Sachen erledigt. Und die Meister waren da, haben sich die Küche angeguckt und so weiter. Und ich bin schon seit 7 Uhr auf dem Bein. Das ist immer so scheiße, weil hier ist ja morgens gleich sonnenüberflutet. Die kommt voll viel Licht rein und Hamza steht ja dementsprechend dann auch früh auf. Weil bei uns in Istanbul, in unserem Kapuff, ist es ja morgens auch relativ dunkel. Bis fast um 10. Da steht keiner vor 10 auf, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was besser ist. Ja, auf jeden Fall machen wir uns also auf den Weg Richtung Mutluköy. So, wir sind jetzt hier beim Frühstück. Beziehungsweise in dem Mutluköy. Und Hamza sieht, glaube ich, zum ersten Mal einen Hund und eine Katze und ist total perplex. Und ja, so sieht das hier aus. Das sind so kleine Stände, wo man dann frühstücken kann. Es ist hier relativ leer, weil es jetzt noch kein Wochenende ist. Beziehungsweise am Wochenende müsst ihr herkommen, findet ihr nämlich hier keinen Platz mehr. Und hier sind Olivenbäume, geil, ne? Richtig, richtig schön. Idyllisch. Und jetzt werden wir uns das schmecken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die Frau holt da gerade frisch gebackenes Brot raus. Dudi, was machst du denn da? Okay, hier wurde gerade was aufgetischt. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Das sieht hier aus nach Olivenöl. Honig, Käse, eingelegte Tomaten, Käse. Das ist hier so ein Puff. Und so weiter, was ist denn das da hinten noch alles? Börek. Das ist Karadut und Türkisine Bilmürüm. Ah ja, ich glaube, das heißt Maulbeeren. Maulbeerensaft, frisch gepresst. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Haribo gibi tadı. Yani benzetebilecek en son şeye benzettin. Aferin. So. Dann wollen wir mal. Guten Appetit. Viele fragen mich immer, was Hamza so zu essen bekommt. Also der Arzt hat mal gesagt zu mir, du gibst ab sofort immer nur das, was du selber auch isst. Deswegen kriegt er dann auch nur das, was ich dann auch esse oder was wir essen. Und er isst ja auch alles eigentlich. Also er hat Ei gegessen, Minimum gegessen, hier von dem Zeugs gegessen, hier das frisch gebackene Brot und so weiter und so fort. Man weiß immer gar nicht, was man dann als erstes essen soll. Seht ihr die ganzen Olivenbäume hier? Das ist so krass. Ich habe eben gerade ein Olivenöl gegessen. Oh mein Gott. So, Sami geht jetzt mal nach einer Klimaanlage fragen. Beziehungsweise wir haben bei Daiki schon gefragt. Aber ich habe gesagt, er soll sich vielleicht nochmal woanders einen Preis einholen. Und ja, da haben sie schläft, warte ich jetzt hier kurz im Auto. Meine Eltern wollen übrigens so in 5-6 Jahren, wenn sie dann in Rente sind, hier in die Türkei ziehen. Beziehungsweise wir haben ein Haus in Istanbul und ein Haus in Ayvalık.
Und ja, die beiden Häuser gehören halt uns. Und Sami meinte so, wie wäre es denn, wenn wir nach Ayvalık ziehen? Ich so, bitte was? Ich meine, es ist schön, im Sommer auf jeden Fall. Auch hat sich das hier sehr, sehr weiterentwickelt, was Geschäfte und so weiter angeht. Also hier bekommst du auch eigentlich fast alles. Und wenn du noch irgendwas anderes willst, kannst du ja auch mal eine Stunde nach Balıkesir fahren. Aber ich weiß halt nicht, wie das hier so im Winter ist. Ob man das hier aushalten kann oder ob das todeslangweilig ist. Und dann frage ich mich jetzt, ja, warum todeslangweilig? Du bist ja in Istanbul auch immer den ganzen Tag zu Hause und kannst nichts unternehmen, weil es einfach zu voll ist. Und dann frage ich mich so, wären wir hier vielleicht glücklicher? Es ist unser Haus, wir können mit dem Haus machen, was wir wollen. Und es ist eine Überlegung eigentlich wert. Was denkt ihr darüber? Das würde mich interessieren. So, jetzt hat Papa nämlich zu uns gesagt, bitte ins Wohnzimmer eine Klimaanlage und in das kleine Zimmer eine Klimaanlage. Und deswegen schauen wir mal. Und da meinte er noch, bitte den Ofen einmal austauschen, weil die sind ja schon 20 Jahre alt, die Sachen. Und das müsste einfach ausgetauscht. Wir sind wieder zu Hause, wir haben immer noch Freitag und ich gehe jetzt kurz noch ein paar Kleinigkeiten besorgen für die Wohnung und ich schaue mal, ob ich euch da mitnehmen kann. Und ich muss noch eine Glühbirne holen und so ein paar kleine Kleinigkeiten wie Wäschekorb, Mülleimer, Seifenspender und solche Sachen. Mal gucken, ob ich das jetzt bekomme. Sami passt jetzt auf Hamza auf und der kriegt jetzt schon die Krise. Schön, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so Schönes bekommen. Erstmal hole ich mir jetzt hier eine kleine Glühbirne. Das Ding ist einfach, ihr kennt das zu gut, wenn man zu lange auf den Mann wartet, dann wird es einfach nie was. Deswegen habe ich mir jetzt die Glühbirne selber gekauft und werde sie auch selber anbringen. Weil Sami sagt dann immer, ich mache das morgen, mach das morgen. Und dann ist immer eben ein Jahr vergangen. Kennen wir alle zu gut. Das sind dann diese Läden, wo es dann überall alles gibt. Ne? Jetzt schaue ich mich mal hier so ein bisschen um und werde dann hier so ein paar Sachen besorgen. Die zeige ich euch gleich. So, wieder zu Hause. Ich habe mich jetzt einmal umgezogen. Guck mal hier, Riesenfleck am Hintern vor meinem Kleid. Ich schmeiße jetzt in die Waschmaschine. Huch. So. So, was ich natürlich total liebe, ist Wäsche waschen. Was ich jetzt dazu gekauft habe, zeige ich euch gleich. Also ich wasche jetzt eben schnell Weißwäsche. Habe ich hier so ein bisschen was. Aber auch nicht viel. So, alles weg damit. Und natürlich mein Kleid. Mal gucken, ob die Flecken rausgehen. So. Eins, was ich gekauft habe, davon habe ich zwei gekauft. Ich bin schon richtig türkisch, würde ich jetzt sagen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn hier irgendwelche Tüten hier rumliegen. Ich hasse das wie die Pest. Deswegen kommt das jetzt hier reingeflogen. Ja, mit einer Hand ist immer ein bisschen doof. So, das kann dann ab im Schrank. Ich muss dann halt nur meiner Mutter Bescheid sagen, dass das im Schrank ist und dass sie das dann nicht suchen muss. So, dann würde ich mal sagen, Nummer 3, Weißwäsche. Warte, 3 Stunden, ich glaube, ich spinne. Warte mal, 60, nee, 40. 2 Stunden 28 ist immer noch sehr viel, ne? Hier würde ich jetzt mal sagen, dass es dreckig ist, deswegen kann ich es nicht umstellen, komischerweise. Gut, dann machen wir normal. Action. Ich habe das jetzt hier noch einmal gekauft für Buntwäsche. Dann einen Wäschekorb, meine Mutter hat nämlich keinen gehabt. Dann einen Seifenspender, ganz normal. Dann natürlich unsere Glühbirne. 2 Türstopper, also damit die Tür nicht zuknallt. Hey, hast du deine Rasse verloren? Hier, Mensch. So, einen Mülleimer. Den Deckel werde ich dann entsorgen. Also einen Mülleimer. Ein Portemonnaie. Dann von unserem Abfluss fehlt dieser Deckel. Ich hoffe, das passt da jetzt mit rein. So. Oh nein, er hat die Uhr vergessen. Oh, ich habe mal eine Uhr gekauft für da oben. Ach Mensch, ne, auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch das. Also, meine Mutter hat keine Handtücher, das hat mich so ein bisschen genervt. Dann die Batterien für die Uhr. Ja, die Uhr ist weg.
Scheiße, ich doofi. Dann wollen wir jetzt mal kurz hier die Lampe anbringen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Für mich gibt es nichts Nervtötenderes, als wenn nur ein Licht funktioniert, da kriege ich die Krise. So, deswegen versuche ich das jetzt hier mal abzumachen. Ach, give it to me, baby. Ah, I'm in love. Warum nicht gleich so, Leute? Ist doch nicht so schwer. Ich habe jetzt hier ein bisschen Obst. Hier. Schatz, kannst du auch selber essen. So, es sind hier gerade 10.000 Leute in der Wohnung. Hier wird die Küche gerade geplant. Hier wird die Klimaanlage angebracht. Hier wird eine Klimaanlage angebracht. Und hier wird eine Klimaanlage angebracht, beziehungsweise die aus dem Schlafzimmer wird dann ausgetauscht. Und wisst ihr, was mich gerade mega nervt? Wir haben die Wohnung so mega auf Vordermann gebracht und jetzt, ich schwör's euch, wenn die hier gleich anfangen zu bohren und so, ne? Der ganze Staub. Ich glaube, ich darf da wieder von vorne anfangen. Ich glaube, das war jetzt diesmal echt kein Urlaub für mich. Im Allgemeinen würde ich auch sagen, Ferienwohnung ist nicht wirklich Urlaub. Wenn man sich um Wäsche kümmern muss, wenn man Essen kochen muss. Gut, Essen kochen tue ich jetzt nicht, aber sich auch um den Haushalt kümmern muss und so, dann ist es eigentlich kein Urlaub. Deswegen machen wir in circa einem Monat, eineinhalb Monaten nochmal einen Hotelurlaub, weil da brauche ich wirklich keinen einzigen Finger mehr krumm machen. Und das brauche ich wirklich. Ich brauche das, ich merke das. Ich habe auch das Gefühl, dass Hamza gerade in dieser anstrengenden Phase ist, wobei einige sagen, ach, das wird noch schlimmer. Ich empfand jetzt die ersten drei Monate als die schlimmsten Monate mit dem Baby. Vor allem, weil Hamza so ein Dauernuklar war und ich konnte gar nichts machen. Danach ging's und jetzt wieder wird es wieder ziemlich anstrengend. Ich merke das einfach, weil er quengelt nur rum und will laufen und kann halt nicht. Und ja. Jetzt sagt ihr mir wahrscheinlich, ich habe ein dreijähriges Kind, das ist genauso anstrengend. Welche Phase ist wohl am schlimmsten? Ah! Na gut. Diese eine Klimaanlage, die jetzt hier gleich angebaut wird, die soll das ganze Wohnzimmer beklimern und ich bin gespannt. Ja, das ist das richtige Spielzeug, Hamza, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier nachher aussieht. Achso, Papa, falls du Fragen hast, du siehst das hier gerade selber wahrscheinlich im Video. Aha. Holum. Hui, was macht Papa da? So einen wunderschönen guten Morgen. Gott, die Fenster müssen hier auch mal wieder geputzt werden, merke ich gerade. So, ich habe jetzt hier noch nicht ganz, aber ich habe jetzt hier so ein bisschen Frühstück vorbereitet. Tomate, Gurke, bisschen Salz, bisschen Zitrone. Und dann habe ich mir jetzt hier aus Eiweiß, solltet ihr unbedingt, frisch gepresstes Olivenöl. Oh, I love it. Oh nein, das Ding ist jetzt hier abgebrochen. Wie kriege ich das denn jetzt hier auf? Scheiße. Kusum! Ja, dann war ich hier kurz beim Bäcker, also beim Markt, hab mir Brot geholt. Und jetzt mache ich hier noch Eier und da zeige ich euch jetzt ganz schnell, wie das geht. Und zwar habe ich hier schon drei Stück vorgekocht. Die lege ich jetzt hier mal kurz beiseite. Und dann habe ich hier ein bisschen Butter. So, da kommt jetzt ein bisschen... Ach ja, unser neuer Ofen. Neu, weil der andere ging gar nicht mehr. Und oh, es ist so schön, ey. Es fehlt eigentlich nur noch ein neuer Kühlschrank, weil der ist ja auch ziemlich alt. So, wundert euch jetzt nicht, da kommt nämlich jetzt eine richtige Portion Butter rein. Das könnte noch ein bisschen zu wenig sein. So. Und das muss jetzt erstmal ein bisschen schmelzen. Und dann halbiere ich die jetzt. Also hier ist noch so ein bisschen was zu tun. Ich merke das schon. Also ich brauche jetzt hier auch Messer. Meine Mutter hat hier keine Messer. Beziehungsweise nur das. So, das muss jetzt richtig schön braun werden.
jetzt kann ich ja schon mal so ein bisschen die Gewürze da reinmachen. Also ein bisschen Minze, ein bisschen Thymian, ein bisschen Paprika edelsüß und natürlich Salz. Und dann darf das Ganze hier von sich hin vögeln. Es wird schon langsam schön braun. Und dann kommen hier die Eier nämlich rein. So, ich glaube. So, that's it. Und ja, wie kriege ich das jetzt hier auf? Mist. So, das ist jetzt unser Frühstück auf dem Balkon. Ey, das ist so schön, ich sag's euch. Und guten Appetit. Nimm das mal in die Hand und ess das selber. Ich habe ihn halt immer versucht zu geben, aber irgendwie isst er das nicht. Also nicht alleine, komischerweise. So, ab im Mund damit. Isst und isst und isst. Ich glaube, der hat nie Sättigungs... Dein Schnabel möchte ich essen. Ja, nach dem Frühstücken erstmal Zeitung lesen in aller Ruhe. Ich merke immer mehr, dass wir so werden wie unsere Eltern damals. Hamza guckt sich hier durch die Gegend. Also heute gibt es dann ausnahmsweise einen Vlog, weil normalerweise lade ich ja am Wochenende. Ja, ich schaffe das sonst heute nicht. Genau, also diese Woche am Wochenende gibt es jetzt auch diesen Vlog. Leute, das Olivenöl, ne? Oh mein Gott, das war so lecker. Ich habe damals einen ganz alten Mann getroffen, nein, mein Schatz. Und der war über 100. Und ich meinte so, erzähl mir mal, wie du das geschafft hast, so alt zu werden und so gesund zu bleiben. Und er meinte, ich habe mein Leben lang immer nur echte Butter gegessen, echtes Joghurt gegessen und echtes Olivenöl. Und ja, das habe ich meinem Alter und meiner Gesundheit zu verdanken, hat er gesagt. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, weil wir wissen einfach nicht, was für Scheiße wir den tagtäglich eigentlich konsumieren, ne? So, ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch gefallen. Hier meine letzten beiden Videos. Hier dürft ihr mich abonnieren und dann werde ich mich freuen, wenn wir uns dann am Mittwoch wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Gesine. Tschüss.